Hallo und herzlich willkommen zur Führung in unserem Passivhaus. Unser Haus ist Baujahr 2006, eingezogen sind wir im Jahr 2007. Wir haben also jetzt gut 13 Jahre Wohnerfahrung im Haus. Bei der Planung und beim Bau des Hauses waren uns 6 Punkte sehr wichtig. Zum einen sollte der Heizwärmebedarf möglichst niedrig sein, dass das Haus zukunftsfähig ist. Dann wollten wir unseren kompletten Heizwärmebedarf mit erneuerbaren Energien decken. Und es sollte nicht nur der Heizwärmebedarf, sondern auch der Stromverbrauch möglichst niedrig sein. Aber es kam uns auch auf unseren eigenen Nutzen und eigenen Komfort an. Uns war wichtig, dass das Haus im Winter möglichst warm ist. Wir haben es gerne sehr warm. Und das Haus sollte gleichzeitig im Sommer möglichst kühl sein. Es ist uns auch wichtig, dass das Haus sehr wenig störungsanfällig ist, dass es wenig Steuerung hat und einfach von selber funktioniert mit passiven Elementen. Und nicht zuletzt war es uns wichtig, dass das Ganze möglichst kostengünstig ist, dass das Haus nicht wesentlich mehr kostet und gekostet hat als ein herkömmliches Haus. Und es sollte natürlich auch eigentlich genauso aussehen wie ein normales Haus. Wenn die Sonne im Winter niedrig steht, kann sie genutzt werden, dass das Gebäude solar beheizt wird. Im Sommer hingegen sorgen Dachüberstand, Balkon und der Wein, der davor gepflanzt ist, dafür, dass die Fassade vor Sonneneinstrahlung geschützt wird und dass das Haus dadurch kühl bleibt. Die Zimmer im Dachgeschoss sind durch Rollos und Jalousien so vor Sonneneinstrahlung geschützt, dass sie auch im Sommer immer kühl bleiben. Das Besondere an unserem Haus ist, dass es im Winter nur einen Tag in der Woche beheizt werden muss und dass die Wärme dann eine Woche gespeichert werden kann. Erreicht wird das einerseits durch eine besonders gute Wärmedämmung des Hauses. Das Haus ist insgesamt in 190 Kubikmeter Dämmstoff eingepackt. Zum anderen ist das Haus sehr schwer gebaut. Es ist aus Kalksandstein gebaut, der die Wärme sehr gut speichern kann. Die Wärme erzeugen wir im Winter mit einem Holzofen. Sie wird dann, wie bei einer Fußbodenheizung, in den Decken für eine Woche gespeichert. Die Fenster sind besonders gut gedämmte Holz-Alu-Fenster. Und damit das Ganze nicht wie Schießscharten aussieht, sind die Fenster außen vorgesetzt und außen mit Dämmstoff dann überkleidet. Dadurch sieht das aus wie bei einem ganz normalen herkömmlichen Haus. Und so hat das in der Bauphase ausgesehen. Hier kann man erkennen, wie die Fenster außen vorgesetzt sind und wie der Dämmstoff drumherum gezogen wird. Anders als oft von Passivhäusern behauptet wird, können wir zum Beispiel in unserem Passivhaus jedes Fenster öffnen und auch kippen. Wir sind aber durch die Lüftungsanlage nicht darauf angewiesen, was bedeutet, dass wir zum Beispiel im Sommer, wenn Pollen draußen unterwegs sind, die Fenster nicht öffnen müssen. Jedes Zimmer hat entweder eine Zuluft- oder eine Abluftöffnung. Insbesondere im Schlafzimmer bekommt man dadurch ständig frische Luft, ohne dass man irgendetwas davon hört. Das ist unser Lüftungsgerät. Wie man hört, ist es fast völlig geräuschlos. Wir haben es auch immer normalerweise auf der niedrigsten Stufe laufen. Und es macht uns große Freude. Es läuft seit über 13 Jahren jetzt völlig störungsfrei. Und rechts kann man jetzt hier sehen unseren großen Wärmespeicher. Dieser Speicher ist ein Tank mit 2500 Litern. Und er speichert für uns die Wärme, die im Winter vom Holzofen und im Sommer von der Solarthermieanlage kommt. Hier ist unser Schaltholzofen, mit dem wir im Winter einmal pro Woche heizen. Dabei gehen dann 80% von der Wärme direkt in unseren Wasserkreislauf, in unseren Wärmespeicher und 20% gehen in den Raum. Auch unser Ofen ist komplett abgedichtet mit dieser Dichtung hier, ist damit luftdicht. Und die Zuluft für das Feuer wird dann durch ein Rohr von draußen hier reingeführt in den Ofen. Nach jedem Heizen sammelt sich dann die Asche dort unten in dem Aschefach, wo man die dann ganz bequem entleeren kann. So, wir sind jetzt am Ende unserer virtuellen Tour durchs Haus angekommen. Ich hoffe, dass irgendwas Informatives für Sie dabei war. Wir sind jetzt seit 13 Jahren in diesem Haus, das heißt, ich bin in dem Haus aufgewachsen und kann mir wirklich nichts anderes mehr als ein Passivhaus vorstellen. Und ja, viel Spaß einfach bei Ihrem eigenen Bauprojekt.